Heute möchte ich euch was zu kaputten Leuchtstoffröhren erzählen. Und zwar hier seht ihr eine Leuchtstoffröhre, die nicht mehr leuchtet. Jetzt ist da immer eigentlich interessant, warum leuchtet die nicht mehr, was ist da kaputt? Und ich kann euch sagen, dass in diesem Fall hier die Röhre gar nicht kaputt ist. In diesem Fall ist eigentlich der Starter kaputt. Der befindet sich meistens oberhalb in diesem Balken hier. Der wird so von unten eingeschraubt oder so mit so einem Bajonettverschluss eingedreht. Und der macht Folgendes, oder beziehungsweise beim Einschalten der Leuchtstoffröhre passiert Folgendes. Hier passiert ein Vorglühen, da werden Drähte Drähte durch Drähte fließt Strom an diesen Enden, also hier drüben auch, ja. Und dabei erhitzt sich das und dabei treten Elektronen aus, ja. Und dadurch wird die Röhre leitfähig für elektrischen Strom dadurch. Und das passiert ganz kurz am Anfang. Da glühen die seitlich außen und dann der Starter, der macht dann öffnet einen Kontakt mit einer Spule. Und diese Spule erzeugt dann eine relativ hohe Spannung und diese Spannung bewirkt dann, dass hier dieses Gas durchschlägt und dann beginnt es zu leuchten. So, in diesem Fall ist eben der Starter kaputt, weil er unterbricht nicht mehr diesen Stromkreis bei der Spule und die Spule erzeugt dann keine Spannung, die hier zum Durchschlag führt. Das heißt, es wäre jetzt relativ einfach, das Ganze zu reparieren, man muss nur die Röhre rausholen und einen neuen Starter einsetzen und dann geht's wieder. Es gibt noch eine andere Art von defekten Röhren und zwar, ihr seht die häufig, wenn die so blitzen. Das heißt, die blinken so. Und in dem Fall ist die Röhre kaputt, weil der Starter versucht sie immer wieder zu zünden. Der versucht hier immer wieder einen Überschlag zusammenzukriegen, damit das Gas sich entzündet. Aber wenn sie so flackert, eben diese Röhre, dann heißt es, der Starter versucht es immer, aber die Röhre, die bleibt nicht in diesem Zustand, dass das Gas permanent entflammt bleibt und dass der Strom über dieses Gas fließen kann. So, das sind eigentlich die zwei Arten, wie so eine Röhre kaputt werden kann. Und einmal, so wie hier jetzt eben, müsst ihr den Starter tauschen und wenn die Röhre flackert, ja, dann ist der Starter in Ordnung, man hört das auch, der macht dann immer so bling bling, das ist so ein kleines Relais da drin und das versucht dann immer wieder durchzuschalten. Und eben wenn es dann so blitzt, dann ist die Röhre, hier in diesem Fall der Starter. Okay, damit wisst ihr, was ihr immer austauschen müsst und müsst nicht immer den Starter und die Röhre austauschen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Der Online-Händler CI-Tronics bietet Starter für Leuchtstoffröhren bis 65 Watt an. Sie können in den Shops oder bei eBay 2 oder 6 Starter für Leuchtstofflampen erwerben. Die dort angebotenen Starter werden in der Regel versandkostenfrei per Warensendung mit der Deutschen Post verschickt. Gegen einen geringen Aufpreis kann die Ware weltweit verschickt werden. Wechsel einer Leuchtstoffröhre mit Starterwechsel am Beispiel einer ausgebauten Lampe. Erster Schritt ist, die Verschraubung, die die Röhre festhält, zu entfernen, indem man sie nach links dreht. Zweiter Schritt, man muss die Leuchtstoffröhre so lange drehen, bis man sie nach unten hinaus entnehmen kann. Dritter Schritt ist den Starter wechseln, indem man diese Kappe nach links rum abschraubt, wo sich der Starter drunter befindet. Diesen dreht man einmal nach links und kann ihn dann hinausziehen. Dann tut man den neuen Starter in die vorgegebenen Löcher stecken und dreht ihn nach rechts, bis er eingerostet ist.
Und die Klappe nicht vergessen. Der Starter ist dafür da, dass die Leuchtstoffröhre später angeht. Der nächste Schritt ist, die neue Leuchtstoffröhre so einzusetzen, dass die beiden Kontakte nach unten zeigend in die Halterung hineingehen. Darauf zu achten, dass es bei beiden Seiten gleichzeitig ist und diese dann nach rechts zu drehen, bis sie fest sitzt und zum Schluss die Verschraubung wieder festzuschrauben. Und dann funktioniert die Röhre wieder.